Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Ich war innerhalb sehr kurzer Zeit ein weiteres Mal im Legoland. Beim ersten Mal hatte ich ja 3000 Euro in Lego investiert, trotzdem noch einiges vergessen. Deshalb habe ich mir diesmal eine Einkaufsliste geschrieben, um an alles zu denken. Also sieht mehr aus, als es ist. Und ich werde euch eine Übersicht geben in diesem Video, was wird im Legoland binnen einer Woche verkauft, wie gut sind die Regale gefüllt, welche Minifiguren zum Selbstzusammenbauen gibt es. Das alles und noch viel mehr, da werde ich euch jetzt eine ganz kurze Übersicht geben, was es in dem nächsten Video alles auf diesem Kanal zu sehen gibt. Viel Spaß! Das komplette Sortiment aus der Lego-Fabrik habe ich einmal für euch abgefilmt. Das heißt, ihr werdet da jedes Teil sehen, das es in der Lego-Fabrik wie oft zu kaufen gibt. Da werde ich auch nochmal eine Übersicht machen über die ganzen Teile, die wo sich auch wirklich zu kaufen lohnen, also die ganzen bedruckten Teile. Ihr hattet ja vor diesem Video das Angebot von mir, mir Videowünsche zu schicken. Einer hat dieses Angebot genutzt. Stefan S., Glückwunsch, dein Video konnte ich erfüllen. Du hast den Wunsch geäußert, dass ich alle Teile aus der Lego-Fabrik einmal abfilme. Ich denke mal, dass es auch für andere wirklich interessant sein wird, eine komplette Übersicht über die Teile aus dem Legoland zu bekommen. Es gibt da bei weitem nicht alle Teile, aber ganz viele und da werdet ihr hier auf diesem Kanal eine Übersicht sehen. Jeder Abonnent kann gerne jederzeit Videowünsche äußern, die ich dann versuchen werde zu erfüllen. Das ist der Vorteil eines kleinen YouTube-Kanals. Hier seid ihr nicht Abonnent 137.543, sondern hier habt ihr einen Namen. Hier heißt ihr Stefan S., Klaus Bauer, Hygro, Ninjago Bricks, Philipp Drachenberg, Death Raven, Greets HD, nur um mal einige zu nennen. Das heißt, ich kann auch hier jedes Mal auf eure Videowünsche separat eingehen und schreibt mir gerne eure Videowünsche. Ich werde sie immer versuchen zu erfüllen. Weiter geht's mit den Minifiguren zum Selbstzusammenbauen. Da hatte ich ja beim letzten Mal Glück. Da kam gerade eine frische Lieferung mit exklusiven Rittertorsos an. Was davon noch übrig ist, werde ich euch in den kommenden Videos vorstellen. Ob sich da eine Reise ins Legoland noch lohnt, um diese Figuren zu bekommen, werdet ihr in den Videos erfahren. Dann gab es eine Überraschung im Ninjago Shop. Da wollte ich eigentlich nicht mehr reingehen, bin dann doch nochmal reingegangen, eigentlich nur um euch ein Video zu machen, damit ihr da nicht reingeht, weil es sich einfach nicht lohnt. Aber es lohnt sich unter Umständen doch. Warum und wieso, auch das werdet ihr in den kommenden Videos erfahren. Zu den Sammelsteinen wird es auch noch ein paar kleine Infos geben. Da habe ich mir dieses Jahr diesen Sammelstein hier verdient, weil ich fünfmal im Legoland war. Alles zu den Sammelsteinen, was ich da an Informationen noch gesammelt habe, werde ich euch natürlich auch in den Videos weitergeben. Vielleicht werde ich auch ein nicht positives Video in meine Videoreihe mit aufnehmen, und zwar die aktuellen Zustände im Legoland. Ihr habt es ja mitbekommen, der Achterbahnunfall und ganz viele Attraktionen haben im Moment Fehlfunktionen, funktionieren nicht richtig. Das ist ein bisschen störend. Wie gesagt, kein positives Thema, das muss ich mal noch schauen. Ich muss auch noch das Videomaterial, was ich gefilmt habe, auswerten. Vielleicht gibt es dazu noch ein Video, vielleicht aber auch nicht. Um wieder auf das Positive zu kommen, natürlich konnte ich diesmal auch wieder die Finger nicht davon lassen. Ich habe mir wieder exklusive Lego-Sets geholt. Die werde ich euch natürlich auch alle einzeln vorstellen. Dann habe ich noch ein sehr großes Projekt in Planung, und zwar werde ich meinen eigenen Bricklink-Shop eröffnen. Der Grund, warum dass ich mich dazu entschieden habe, ist, dass ich mich jetzt schon mit ganz vielen Bricklink-Händlern im Legoland unterhalten habe. Auch diesmal habe ich wieder einige getroffen. Wir haben uns da über Lego und natürlich über ihre Bricklink-Shops ausgetauscht. Alle Händler strahlen jedes Mal über das ganze Gesicht, wenn sie über ihren Shop berichten und berichten mir alles nur positiv. Das Ganze lässt sich verkaufen. Lego lässt sich sehr gut über Bricklink natürlich verkaufen. Und das Ganze habe ich jetzt zum Anlass genommen, mir auch einen eigenen Shop zu eröffnen. Das Ganze wird natürlich Zeit brauchen. Ich muss das Ganze sorgfältig planen. Aber über alle Schritte werdet ihr hier auf diesem Kanal informiert. Das alles und noch viel mehr wird es demnächst auf meinem Kanal zu sehen geben. Für alle, die neu sind, bitte das Abonnieren nicht vergessen und für alle anderen der Like, falls euch mein Kanal und meine Videos interessieren. Wird mich auf jeden Fall freuen und hilft mir, für euch weiterhin noch bessere Videos zu machen. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!